Der alte Fährhafen Sassnitz, Anfang der 90er Jahre. Er ist in der ehemaligen DDR das Tor nach Skandinavien oder besser gesagt in den Westen. Für DDR-Bürger damals Sperrgebiet. Nach der Wende wird der Fährhafen für die Allgemeinheit zugänglich. Das Passagieraufkommen steigt sprunghaft. Autoverkehr und Eisenbahn nutzen die Fähren nach Schweden und Dänemark gemeinsam. Ein Schiff aus Bornholm in Dänemark legt an. Punktgenau passen die Schienenverbindungen. Aus der ersten Etage rollen die Autos. Ein Stockwerk tiefer rangiert die Eisenbahn. Um eine ausgeglichene Gewichtsverteilung zu erreichen, wird nach einem genauen Plan beladen. Zuerst rollen die Wagen auf die mittleren Gleise. Eine damals noch orangefarbene V60 ist für den Rangierdienst eingeteilt. Seit Ende der 90er Jahre ist dieser Fährhafen nicht mehr in Betrieb. Heute legen die Schiffe im Sassnitzer Ortsteil Mukran an. Der Fährhafen Mukran ist seit 1986 in Betrieb. Zu DDR-Zeiten die wichtigste Eisenbahn-Fährschiff-Verbindung in die damalige Sowjetunion. Dazu verfügt Mukran als einziger Hafen in Mitteleuropa über Gleisanlagen in russischer Breitspur. Über ein zentrales Stellwerk wird der immerhin 24 Kilometer große Breitspuranteil gesteuert. Zum Rangieren der Breitspurgüterwagen gibt es umgespurte DRV60. Die Baureihe 347 ist auch mit der in Russland üblichen Mittelpufferkupplung ausgerüstet. Betrieben wird das Breitspurnetz heute von der Baltic Port Rail. Für den Weitertransport erhalten die Breitspur-Kesselwagen Normalspur-Drehgestelle. Diese Wagen hier sind bereits zurückgerüstet und stehen wieder auf 1520 mm Gleisen. Zu DDR-Zeiten war Mukran hermetisch abgeriegelt und Sperrgebiet. Etliche Wachtürme sind auf dem 340 Hektar großen Areal noch erhalten. Auch aus dem Mukraner Normalspurteil hat sich die DB zurückgezogen. Eine DRV60 der EGP ist für Rangierarbeiten zuständig.
Die riesigen Umladeanlagen von Breit auf Normalspur oder umgekehrt werden nicht mehr genutzt. Heute nutzt DB Stillstand Management die leeren Gleise. Gleise und Anlagen in Mukran sind heute weitgehend verwaist. Nur noch die Größe erinnert an den wichtigsten Fährhafen der untergegangenen DDR. Trotzdem ist Mukran mit 5 Millionen Tonnen Umschlag jährlich der drittgrößte deutsche Ostseehafen. Im heute kaum noch genutzten Rangierbahnhof warten Doppelstockwagen und E-Loks auf bessere Zeiten oder auf ihre Verschrottung.